Charlie, was verheimlichst du mir über Johannes? Weißt du, es ist etwas sehr Persönliches. Ja, gut. Wir sind Freundin. Ja, nur Johannes und ich... Was? Nein, Charlie. Das glaube ich nicht. Ausgerechnet Johannes? Bitte? Meine beste Freundin ist in meinen Ex-Mann verliebt? Das fasse ich nicht. Ich auch nicht. Du wirst sehen, ich kann schneller wieder gehen, als du denkst. Super, pünktlich zum Geburtsvorbereitungskurs. Ach, du meinst hecheln und auf Bällen hüpfen? Ja. Ja, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht dauert das mit meiner Genesung doch noch ein bisschen länger. Von wegen, da kommst du mit. Ich lass dich doch da nicht allein hin. Da ist Charlie. Ich roll schon mal vor. Okay. Charlie! Oh, hallo, Cecile. Hallo. Tut mir leid, ich habe gerade gar keine Zeit. Einkaufsbummel oder Friseur? Ich muss zur Bank. Du kennst das ja, dreimal die falsche Geheimzahl eingegeben und schon ist die Karte weg. Mhm. Das geht schnell. Ja. Wenn man frisch verliebt ist. Ach, du Schätzchen, lass uns das ein andermal bereden, ja? Okay. Ach so, eine Sache noch. Ich find's schon ein bisschen komisch, dass du jetzt in meinen Ex-Mann verliebt bist. Aber ich freue mich für dich. Und zwischen uns wird sich deshalb nichts ändern, oder? Ach, natürlich nicht, Schätzchen. Gut, dann kann ja alles nur noch besser werden. Wie? Naja, vielleicht kommst du ja wirklich mit Johannes zusammen und dann entspannt sich sein Verhältnis zu mir. Ja, das wäre doch schön. Ja, und weißt du, was ich glaube? Wenn es ihm wieder richtig gut geht, dann versöhnt er sich auch mit Leonard. Mach's gut. Ja, du auch.